Leute, hier ist wieder eure Skyderusa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Im letzten Part haben wir mit Sora das Paradies der bösen Buben abgeschlossen und wollen jetzt eigentlich gleich stürzen und das Ganze dann mit Rico fortsetzen. Ein kleiner Hinweis hier, zurzeit wird bei mir im Haus wieder gebaut. Ich versuche die Baugeräusche so gut es geht rauszufiltern, aber ich möchte meinen Vorrat halten bzw. ausbauen und kann deswegen nicht immer warten, bis der Baulärm mal weg ist. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, trotzdem aufzunehmen, obwohl ich normalerweise, wenn sie bauen, nicht aufnehme. Wenn es allerdings zu schlimm werden sollte, dann werde ich auch dementsprechend das dann rausschneiden oder einen Cut machen oder sowas. Weil, ja, die müssen halt bauen. Das ist jetzt sozusagen eine der letzten Phasen, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich muss aber trotzdem meinen Vorrat ausbauen. Und ich will aufnehmen. Und ja, ich stürze jetzt. Oh, ich habe sogar dieses Sonderdings fertig gemacht. Wusste ich gar nicht. Und okay, seltene Items im Shop und zusätzlich noch 20% Rabatt. Also ich glaube, ich gehe mit Rico einkaufen. Das ist cool. So. Dann sind wir jetzt gestürzt und ja, deswegen mache ich unter anderem immer mit einem Charakter eine Welt fertig, weil die Sturzpunkte. Da sind so viele Sturzpunkte, da kann man dann richtig schön Sachen machen und wow. Ich weiß, dass wir neue Sturzboni bekommen haben, aber das ist doch schon ziemlich krass. Wir haben Sturzdämpfer, Angriffsvorteil, Magievorteil, Abwehrvorteil, Hybridenhelfer, dass wir halt bessere Freundschaft zu Geistern haben, wenn wir die neu machen. Und Rico könnte theoretisch noch den Sinistra-Hieb bekommen. Falls man sich noch daran erinnert. Ich glaube, den schnappe ich mir nochmal. Aber 418 Sturzpunkte, da kann ich mir auch den stärksten Sturzdämpfer aussuchen. Den nehme ich eigentlich immer am liebsten auch. Ja, ich würde sagen, Angriffs- und Magievorteil können wir eigentlich alles nehmen. Und haben immer noch 168 Taler. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Den Sinistra-Hieber schaue ich mir auch nochmal an, weil den hatte ich tatsächlich im originalen Dream Drop Distance nicht. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt vielleicht irgendwie neu dazu gekommen ist oder so. Eher weniger. Aber gut, jetzt fangen wir auch schon gleich an mit dem Tauchgang ins Paradies der bösen Buben mit Rico. Bin sehr gespannt. Ich erinnere mich nicht mehr so genau an den Tauchgang. So, sammle bis zum Ziel 700 Punkte. Da, genau. Nirgendwo reinraten. Toll, ich hab's verschrien. Halt. So. Nee, das lasse ich mal aus. Da weiß ich genau, was mich erwartet, wenn ich das tue. Ah, Magie. Cool. Sehr schön. So. Reflex, ich hätte nicht zu schnell sein sollen. Au! Verdammt. So. Da. Sehr gut, durchs Tor. Oh, verdammt mich. So. Ich glaube, ich mache nochmal Feuersbrunst. So, hier rein. Dahin. Ah, der Ring ist offen. Super. Dann jetzt nur noch nach vorne preschen. Sehr gut. Wir sind mit Rico richtig gut durchgekommen. Das war auch ein Goldtaucher wert. Wow. Oh. Da haben wir uns ja richtig gut angestellt. Und einen Ballonka haben wir auch noch bekommen. Hm? So, da sind wir jetzt auch im Paradies der bösen Buben. Aber die Musik kommt uns doch sehr bekannt vor. Und die Umgebung kommt uns sehr bekannt vor. Und diese Zähne kommen uns sehr bekannt vor. Pinocchio! Son! Where have you run off to? Isn't that Geppetto? Then this must be... Ja.
Rico ist in Monstro. Wir sind wieder in Monstro. Habe ich schon erwähnt, dass ich Monstro nicht leiden kann? Dementsprechend bin ich auch sehr begeistert über diese Welt. Und ja, wir dürfen uns auf Fässern fortbewegen. Oder wir können schwimmen, aber ich will mich auf Fässern fortbewegen. Nein! Och, Riku! Okay, dann müssen wir das anders machen. Ach, da kommen jetzt so viele Kingdom Hearts 1 Erinnerungen hoch und Recom-Erinnerungen hoch. Aber eher Kingdom Hearts 1, weil es halt wirklich eher an das Gebiet von Kingdom Hearts 1 angelehnt ist. Sag mal, Riku, kannst du auch mal aus dem Wasser raus? Super. Hast du das auch mal geschafft? Oh, verdammt. Ja, das wird mir öfter hier passieren. Das und verlaufen. Mit Riku verlaufe ich mich hier gerne. Sehr gerne sogar. Die paar Male, die ich Dream Drop Distance durchgespielt habe, habe ich meistens mich hier verlaufen. Ugh, das wird lustig. Man hört schon meine Begeisterung. Und ja, keine Angst, ich gehe gleich zu Geppetto, aber ich möchte erstmal hier alle Kisten einsammeln, weil ich die gerne mal vergesse. So. Da war noch eine große Kiste, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein! Verdammt. Jetzt bin ich im Wasser gelandet. Dann hole ich mir die Kiste anders. Gehen wir erstmal zu Geppetto. Reden wir mal mit dir. What's the matter? Huh? Goodness, who are you? Riku. Oh, Riku, you poor lad. Seems you were swallowed up by Monstro just like the rest of us. My name is Geppetto, and I'm looking for my son Pinocchio. Mm-hmm. Pinocchio's gone missing? I'm afraid so. After all my searching, I found him here in the whale. But then he ran off again to who knows where. Ja, irgendwie schon. Familiar. Mr. Geppetto, let me go look for your son. You would do that? Thank you. Are you sure? Yeah. Leave it to me. Did you say you were really going to help us find Pinocchio? Hmm? Jiminy? Huh? That's right. Name's Jiminy. Jiminy Cricket. But, shucks, have we met? No. You know, never mind. Hmm, if you say so. Anyway, Pinocchio comes first. Right. Any idea where he went? Well, I'm almost certain he wandered off with a stranger. Can you describe him? Hmm. I remember he was dressed in a black coat. Huh. Yeah. A black coat? He's back again. Thanks. Er geht mit. Huh? Ja, war klar. I'm going with you. Pinocchio's gonna need his conscience, and that's where I come in. So, und erstmal schnappe ich mir hier auch nochmal die Kiste. Aber schon interessant. Riku und Jiminy machen sich auf, Pinocchio zu suchen. Und das kommt einem doch sehr bekannt vor. Es ist halt alles sehr stark an ein gewisses anderes Kingdom Hearts angelehnt. Und stimmt, ich wollte ja was kaufen. Genau, weil wir hier ja noch Rabatt haben und alles. Vielleicht sollte ich mich mal an Materialien mehr eindecken. Hm. Ich habe eigentlich nicht so wirklich, was ich holen will. Das ist ärgerlich. Ich gehe nochmal die Dinger alle durch, einzeln. Ich könnte mich an Wecker eindecken. Ich meine, wir haben 10. Aber wir könnten ja nochmal 10 kaufen. Das wäre jetzt eine Idee. Ja. Gut. Aktionskommandos, nee.
Na, flüchtige Einbildung brauchen wir weniger. Nee. Vielleicht noch was verkaufen, wäre auch noch meine Idee. Wow, der Sinistra hier bringt aber einiges an Geld. Heißt, wenn ich den nicht brauche, weiß ich schon, was ich damit anstelle. Ich glaube, ich gebe mal einen Ballonra weg. Und Schlafra. Hier auch noch irgendwas? Nö. Okay. Apropos, wo ich doch gerade bei Geister bin, kann ich jetzt eigentlich schon wieder ein paar neue Hybriden oder so machen? Das wäre mal ganz cool herauszufinden. Was kann denn da stattdessen rauskommen? Ach, so ein Graus kann da rauskommen. Das sind diese komischen Pinguine. Das ist dieser Frosch. Das ist dieses Pferdchen. Dieses Seepferd. Wie viel fehlt mir denn dann noch? Ach, da fehlen mir diese komischen Launen. Ärgerlich. Weil, wie gesagt, ich bin ja schon dabei zu planen fürs Ende, was ich denn so überlegen könnte für Dream Eater zu nehmen. Gerade auch, weil ich bestimmte Abilities haben möchte. Zum Beispiel Trotzkopf. Das werde ich am Ende brauchen. Ich erinnere mich ans erste Mal Dream Drop Distance, da habe ich die Dream Eater Funktion nicht so ganz verstanden. Und dann habe ich das ohne Trotzkopf, ohne Dickschädel durchgespielt. Oh, furchtbar, furchtbar. Ich habe zwar auf normal gespielt, aber es war furchtbar. Und deswegen weiß ich genau, gerade jetzt, wo ich auf Profi spiele, ich brauche das. Okay, ich habe zwar auch die Mehrheit von Kingdom Hearts 2 ohne durchgehalten, aber das muss ich nicht wieder haben. So, was ist eigentlich hier mit dem Link-Portal, wenn ich schon mal hier bin? In 20 Sekunden alle Gegner besiegen? Ah, gucken wir mal. Och, Manno. Nee, das habe ich verkackt. Das habe ich jetzt schon verkackt. Es liegt aber auch daran, dass ich immer ins blöde Wasser falle. So. Au. Ich muss mal mit Riku ein bisschen das Deck umstellen. So. Und lustig, die Dream Eater können im Wasser kämpfen, aber wir nicht. Wir haben es geschafft. Nur ein paar Sekunden zu spät. So gefühlt eine halbe Minute zu spät. Ich weiß gar nicht, zeigt er jetzt gerade die Zeit an? Wie viel wir wirklich gebraucht haben? Nee. Aber wir haben 45 Sturzpunkte bekommen. Und da sind Seepferdchen. So. Ich hätte mich mit Riku besser vorbereiten sollen. Gut, ich glaube, ich stelle noch mal schnell gleich sein Deck um. Also, was ich hier raus haben will, ist der Gravischlag. Ich will lieber den Sinistra-Hieb drin haben. Dann... Will ich Eisra drin haben? Ich will Blitz rausnehmen.
Ich will dafür Antigraf reinhaben. Elektrosturz ist zwar schön, aber will ich auch nicht immer nehmen. Ich will auch mal so ein bisschen wechseln. Außerdem, statt Schwertwurf werde ich wahrscheinlich ich werde mal Saugsturz nehmen. Und da nehme ich Kreiswurf. Das ist mir lieber. Das passt eigentlich ganz gut. 3 Zauber, 1 Heilzauber, 3 Attacken. Klingt ganz gut. Dann können wir ja jetzt aufbrechen und nach Monstro reingehen direkt. Wie man aber sehen kann, hat sich doch das Layout von Monstro sehr geändert. So. Na komm her. So, einmal kurz geheilt. Immer diese blöden Pinguine. So. Na komm her. So. Haben wir jetzt schon alle erledigt oder noch nicht? Nee, haben wir nicht. Aber ein Linkportal haben wir gefunden. Und Sturzpunkte. Cool. Was wäre hier? Oh nee, nicht schon wieder so ein Zeitportal. So, was passiert, wenn wir die kaputt machen? So. Erstmal hier wieder die Kiste einsammeln. Aber man merkt schon, im Monster hat sich doch einiges geändert. So. Sehr schön groß geworden. So. Ja, die Dinger kann man übrigens zum Springen nehmen. Ist ganz lustig. Ja. Das ging ein bisschen in die Hose. Und die Attacke kennen wir doch. Das ist also der Sinistra-Hieb, alles klar. Ich war mir nicht mehr sicher, welche von den Sinistra-Attacken es war, aber es war die. Dann behalte ich die auch. Die ist gut. So, geheilt. Realitätswandel gut. So. Wir halten uns hier irgendwie immer sehr lange in einem Gebiet auf. Kann das sein? Ich wollte eigentlich nur da hoch, damit ich hier auf diese Schiene gehen kann. So. Und hey, hier ist eine große Kiste. Und wir haben das Sir Kairu-Rezept bekommen. Das ist dieser Frosch.
Und ja, das weiß ich aus dem Kopf. So. Die Geschichte, warum ich mir diesen Namen so gut merken konnte, ist auch sehr lustig. Ich hatte mich beim ersten Mal, als ich dieses Rezept gefunden habe, tatsächlich verlesen und habe da gelesen Sir Kairi. Und ich dachte mir so, was? Seitdem kann ich mir das irgendwie merken. Weil ich mir so dachte, hä, Kairi? Und ja, ich lese manchmal auch ziemlich komische Sachen, wenn ich nur so Kopflesen mache. Ach ja, ich habe ja ganz vergessen, dass Rico ja noch höher gelevelt war als Sora. Oh, da ist eine Kiste, die muss ich gleich einsammeln. Aber erstmal hier den Fisch erledigen. So, dann hier nochmal. Gut. Und hier sind immer noch welche. Meine Güte. So, was ist hier hinter nochmal? War ich gerade nicht mehr im Kopf? Oh, Dream Eater. Gut. Nochmal geheilt. So. Erstmal gleich zwei Lause rausgetrollt. So, hier haben wir nochmal die Kiste. Hier war sonst nichts mehr, oder? Nee. Nur die eine Kiste. Und hier können wir wieder hochspringen, genau. Sehr gut. Dann gehe ich nochmal hier rein. Ich weiß gar nicht, heißen die jetzt immer noch Magen sowieso und Magen sowieso? Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Weiß ich nicht mehr. Und? Hey, da ist er ja. Jiminy! Let him go now. Oh. Hm? Oh. Thank goodness. Are you all right? Riku and I looked for you everywhere. Uh-huh. I'm just fine. Sorry, Jiminy. I messed up real bad. You and Father must have been so worried about me. Why, Pinocchio? I think you just might be finally starting to learn. Who are you? Was? Me? Okay, aber warum hat er dann den... My dark side. I gave in to the darkness once, and ever since, it's chased me around in one form or another. The seeker of darkness who stole my body. A puppet replica of the shadows in my heart. And now, I'm facing me. Your dark side? Gee, Riku, don't you have a Jiminy like I do? He's my conscience. He's taught me all kinds of important stuff. Maybe you just need somebody to show you what's right and wrong. Sure. You can't shoulder all your problems alone, you know. You must have somebody. A friend you can talk to? Yeah. Actually, I do. That stupid grin he's always wearing. He's the best teacher I could ever have. Gee whiz. I wish I had lots of good friends. You will, Pinocchio. More than you can count. What now? Is something in there? Pinocchio, Jiminy, you should head back. I'll see what's shaking things up. Okay.
Und jetzt kriegen wir eine Chronik von Chain of Memories. Aber doch schon sehr interessant, dass dass Rico wirklich noch seine, also die ganzen Inkarnationen seiner eigenen Dunkelheit immer noch sieht. Und sehr interessant, dass er selbst im Organisationsmantel Pinocchio geklaut hat. Erinnert ein ganz kleines bisschen an Kingdom Hearts 1 wieder, weil, naja, Rico hat da ja auch Pinocchio mitgenommen. Aber, das nicht mal. Ich frage mich wirklich, ist das wirklich Rico oder ist das vielleicht... das ist echt so eine Frage, die man nicht beantworten kann und... Man könnte es theoretisieren, aber dann müsste ich in die Spoiler-Kategorie gehen und das will ich nicht. Deswegen sage ich dazu nichts. Und ich würde sagen, weil hier schon ein Speicherpunkt ist und es da ziemliches Magengrummeln bei Monstro gibt. Ah, ich wollte ja noch nachgucken. Nee, es heißt nur alles Bauch. Oder? Heißt das andere Areal auch Bauch? Nee, Speiseröhre, Bauch. Das heißt, wir sind jetzt im Bauch von Monstro auch wirklich. Und das heißt nicht mehr Magen 1 bis 6. Aber gut. Oder vielleicht kommt das noch. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe mir nie die Gebietsnamen in Dream Drop Distance angeguckt, deswegen. Übrigens auch noch mal ein kleiner Fun Fact. Ich hatte vorhin echt für einen ganz kurzen Moment so einen kleinen Chain of Memories Flash, wo ich mir so dachte, okay, vielleicht sollte ich gleich mal in den Modus gehen und die Karten benutzen und dann so, hey, das ist doch Dream Drop Distance. Aber gut, ich würde sagen, im nächsten Part setzen wir dann unsere Reise durch Monstro dann fort. Bis dann, Leute. Bye, bye.